Wir gucken nur mal kurz rein. Ich spiele das jetzt nicht durch, weil es halt ein ganzes Spiel, ne? Ich will nur mal kurz gucken, nur mal schauen, ob wir das letztes Jahr wirklich gespielt haben. For thousands of years, humans have existed next to a world of unimaginable horror. Though rarely encountered, the line between these worlds is not impermeable. If a human walks too close to the edge, there is a chance that we pass to the other side. Opa, danke für den Raid. Vielen Dank. Ich weiß nicht, was wir hier gerade machen. Wir testen gerade nur mal kurz was. Du sollst was essen. Hase, kannst du was bestellen? Please? Ich habe nichts gegessen heute. Wenn noch irgendwas offen hat, du sollst was essen. Was soll ich? Soll ich Fugen? Soll ich Fugenkit naschen? Oder Krümel aus der Tastatur? Wir haben nichts. Wir haben ja nichts. Oder ich mach mal eine Pizza rein. Aber jetzt erstmal ganz kurz. Wir gucken mal. Wir testen gerade Conclus aus. Ist das fünfte Spiel heute, was wir testen, glaube ich, ne? Oder? Das fünfte Spiel. Und wir haben es vor einem Jahr gespielt und wir wissen aber alle nicht mehr, was es ist. Und deswegen gucken wir nochmal ganz schnell rein. Ist jetzt was? Ja, aber was denn? Ich habe doch nur diesen alten Keks hier. Und den will ich nicht. Was mit den Brownies? Die muss man erstmal machen. Ich dachte, das ist ein alter Stream. Meinst du, weil ich hier so jung aussehe, oder was? Wir haben noch Tomaten. Joho. Also, was hast du gestern gegessen? Eine Tomate. So. Okay, let's go, komm. Konkluse. Boah, die Musik ist aber geil, ne? Hör mal. Das ist echt nice. Okay. 3 years ago, my wife, Carolyn, disappeared without a trace. I followed every lead, but they all led to dead ends. After searching for years and coming up empty-handed, I gave up and thought I had moved on. Unfortunately, that couldn't have been further from the truth. Caroline, could you really be here, living in a place like this? Ich kann mich nicht erinnern. Nachdem du 3 Jahre nach deiner verlorenen Frau Caroline gesucht hast, kriegst du einen anonymen Tipp. Der Anrufer sagt, deiner Frau geht's gut, die ist aber ne, irgendwo anders, sie lebt gerade in Neuengland und der Ort heißt Hölle. Du hast gedacht, das wäre ein Witz, aber nach einigem Rumsuchen hast du rausgefunden, die Stadt existiert wirklich, Hölle in Neuengland. Und jetzt, wo du gerade ankommst, fragst du dich, ob das wirklich sein kann. Kann Carolyn wirklich hier sein? Ich erinnere mich düster. Oh, Carolyn, ich liebe dich. Wie konntest du mich verlassen? Ich werde dich immer stalken. Okay. Caroline. Endhaltestelle. Caroline, ich komme! Oh, irgendwie, ich gleite hier die ganze Zeit. Bin ich auf Rollschuhen? Lieder. Hier ist Endhaltestelle, ne? Ich wollte nur Bescheid sagen, hier ist Endhaltestelle. Ich nehme mal diese Crowbar, die zufälligerweise hier im Abteil rumliegt. Damit könnten wir eine Tür öffnen. Die Frau ist noch da, das ist ein gutes Verhalten einer Frau. Also Moment, ich meine in einem Spiel, dass sie noch da ist und nicht einfach verschwunden ist, wenn ich mich umdrehe. Wollte jetzt hier nicht gleich wieder, ne, Twitter und so. Ich mach mal auf für uns, ja? Bleiben Sie mal unter der Decke, ich kümmere mich schon. Ich gehe mal anderes Abteil. Dieses Spiel verspricht Freude.
Ah, hier, da geht's raus. Okay. So. Fräulein, hier ist Endhaltestelle. Die ist bestimmt eingeschlafen. Okay, warte. Ich erinnere mich ganz düster. Uptown. This is the final slot. Please exit the train. Thank you. Ich trage interessante. Das hier, das ist. Sieht aus wie bei uns der Kühlschrank. Okay. Das sieht aus wie unsere Bilanz. Hier ist ja alles vertreten. Downtown. Okay, so funktioniert es mit Downtown. Okay, jetzt bin ich auf der anderen Seite und die Frau schläft immer noch da. Es sei ihr gegönnt. Oh, warte mal, da liegt was. Ein Schlüssel. Ich. Aha. Ein Mitarbeiterschlüssel liegt hier einfach im Müll. Ich erinnere mich dran, dass wir das gespielt haben. Geil, Latex. Mmh. Es ist Bondage Boy. Bondage Boy und der Zug des Todes. Ist der Nachfolger von Harry Potter. So, warte. Gut, dann haben wir einen Schlüssel haben wir gefunden. Mitarbeiterschlüssel, dann können wir oben, glaube ich, aufschließen. Ne? Ist easy. Ist das. Was? Chained and locked, aber ich habe doch einen Schlüssel. Oder ist der für was anderes? Ich geh mal runter. Hat Gott wieder sein Licht vergessen. Ich hasse das. Immer wenn er zu Besuch kommt, er vergisst immer irgendein Licht. Ist der Mitarbeiterschlüssel für was anderes? Ich sehe sonst nichts, ehrlich gesagt. Okay, ich habe das Gefühl, bei Rennen gehen wir langsamer. Was für eine beschissene Station. Ist doch kein Wunder, dass hier. Ah, ja, ach oh, oh, so. Klar, ich bin drüber gesprungen, natürlich. Aha, aha, aha. Mhm. Ich glaube, hier können wir jetzt rein, ne? Needs a key. Used employee key. Okay, wir sind im Mitarbeiteraufenthaltsraum. Das ist eine lebensbejahende Atmosphäre hier. Das ist sehr, sehr schön. Mm. Ich hätte mich auch schwarz-weiß einkleiden sollen hier mit der Kamera, ne? So, da liegt Geld, aber ich will erstmal den Zettel. Janitor's Note. So. Ich habe alles getan, was ich kann, damit niemand mehr hier reinkommt. Nicht, dass hier überhaupt meine Seele war irgendwann, aber pass auf. Wenn irgendjemand das hier liest, der den Plan hat, Cordova zu betreten, stopp! Etwas Böses passiert dort. Nimm meinen Ratschlag an. Geh zurück zur U-Bahn und hau ab. Ich muss dich warnen, auch noch wegen was anderem. Wenn du eine Frau siehst mit langem, schwarzen Haar in dieser U-Bahn-Station, rede nicht mit ihr. Wenn du nach Cordova gehen musst, die Schlüssel sind in meinem Schrank. Aber stell sicher, dass du alles hinter dir wieder abschließt. Dieser Ort ist gefährlich. Er wird dein Bregen zersetzen. Eine Frau mit schwarzen Haaren, ist das unsere Frau? Oh, für den Fährmann, ne? Die brauchen wir für den Fährmann. Das wird auf die Augen gelegt, glaube ich, wenn wir in den Tod wechseln wollen. Hier oben so locker. War das das Spiel mit dieser Baustelle und so? Nee, ne? So, Schlüssel haben wir gefunden und jetzt können wir die Dinger vorne machen. Alle leer, klar. Oh, okay. Frauen mit schwarzen Haaren sind generell gefährlich. Generell, weiß man ja.
Aber bestimmt begegnen uns keine. Das stand da nur so. Uns begegnet hier keine. So, haben wir abgeschlossen hinter uns? Offenbar nicht. Naja, ist ja auch egal, ne? Die anderen gehen uns einen Scheiß an. So, Missing. Was ist das, was da vermisst wird? Ist das ein Mensch? Okay, wir haben Quarter. Ich rufe mal kurz Caroline an, ja? Warte kurz. Haben wir ihre Nummer? Eigentlich? Hätte ich meine Mutter anrufen sollen? Ich hab nur ein Gespräch. Caroline geht nicht ran. Aber ganz ehrlich, Caroline ist halt, ne, die ist einfach ohne uns weggezogen. Und lebt und es geht ihr gut hier in Neuengland. Ist das nicht ein Hinweis? Ich meine, ich kenne die beiden nicht vielleicht, ne, mit der Beziehung und so, aber das ist schon ein Hinweis, wenn dein Partner einfach wegzieht und dir die Adresse nicht gibt und einfach plötzlich über Nacht weg ist, dann könnte schon. Oh ja, ich erinnere mich hieran. Oh, ich erinnere mich noch hieran. Ja, ja, wir haben das mal gespielt. Ich rufe mal kurz Mutti an, ja? Die wird's wieder richten. Wir stalken gleich weiter, Caroline. Oh. Hey, it's me. Michael, Mom, don't you remember my voice? Oh, I'm sorry, dear. The phone is just low. I'm surprised you called. I haven't heard from you in a while. I know. I'm sorry about that. Just been busy. That's okay. What have you been up to? Anything new? Not much. I'm in New England right now. Anywhere I might know? A town called Cordova. It's supposed to be a great vacation town. Never heard of it. Make sure you take some pictures for me. I have to get going, but I'll call you tomorrow. Promise? Yup, I'll talk to you later. Love you. Love you too, dear. Good night. bin unsicher. Tomorrow wird nichts mehr. Der Hus hat alles verraten. Ja, wir haben das mal gespielt. Ich erinnere mich wieder. Hier liegt eine Patrone oder, keine Ahnung, eine Niere oder... du guckst auf einen schmalen Dock und hier alles wunderschön. Und hier liegt noch ein Quarter. Quarter. Hier liegt noch ein Quarter. Oh Gott. So, okay. Ich habe sogar noch ein Safe Game. Ich habe hier sogar noch Safe Games, Leute. Was ist denn hier los? Brennende Zigarette. Mhm. Jemand war kürzlich hier. Und der Gestank erinnert mich an irgendwas Bekanntes. Wahrscheinlich Caroline. Die lässt immer ihre brennenden Kippen überall liegen. Auf meinem Gesicht meistens. Aber die Ehe lief gut. Die Ehe lief gut. Es war ein Liebesbeweis. So, ein kleiner Schlüssel. Habe ich da dezent was im Hintergrund gehört? Da guckt jemand meine Let's Plays. Ja. Ja, das. Ja. So. Schön. Schöne. So, okay, cool. Dann gehe ich mal weiter. Hier durch diese. Was immer das hier ist. Ich will jetzt hier nicht, ich will nicht dumm wirken, ja? Also nicht dümmer als sonst. Ich habe das nicht verstanden gerade. Was hat denn diese Sequenz gerade gezeigt? Habt ihr das gerafft?
Okay, die Bäume sind mit einer stinkenden braunen Paste bedeckt. Und stinken einfach, wie Sau. Die stinken wie Sau. Okay, gut, ihr auch nicht, dann ist gut. Das hier sieht gefährlich aus, da werden wir jetzt zersäbelt. Hättest du mal das Schild gelesen? Hätte ja nicht sein müssen. So, du bist an einer klaustrophobischen Ziegelstraße. Und ein Hospital erhebt sich in der Entfernung da hinten irgendwo. Hallo? Ah, ist verschlossen, wir haben keinen Schlüssel, okay. Oh, der kleine Schlüssel. Wow, hier möchte ich auch wohnen. Ist, Ellie, okay. Was steht da? Tod um 2.30 Uhr. Ja, ist 3.19 Uhr, sorry. Das war bestimmt aus der Telegram-Gruppe. Alle Geimpften sterben um 2.30 Uhr. Man kennt's. So, dankeschön, das nehmen wir mit. Und aber auch den Quarter hier. Da kann man auch telefonieren. Mit zu Hause. Schön, wenn wir hier raushüpfen. Hier geht's immer noch nicht rein, ne? Oh doch, das ist der Ellie-Key. 2.30 Uhr, sagst du? Okay. Okay, 2.30 Uhr. O'clock. Hä? Okay, 2.30 Uhr. Wow, die Steuerung ist mega genau. Warte. Nein. Oh Gott. Holy shit. Wenn das wenigstens einigermaßen... Wow, das Geräusch, was ist denn da? Okay, ich hoffe... Okay, ja, wir haben einen Schlüssel. Der Todesschlüssel. Also Steuerung war einwandfrei, es lag an mir. Habt ihr das hier gelesen? Das ist eine Uhrzeit oben. 0 Uhr? Ich glaube 0 Uhr. Es kann ja eine 0 Uhr, 11 Uhr oder 22 Uhr sein, ne? Das da hinten kann halt alles sein. Wir könnten das übersetzen. Warte mal. Oh, was ist denn hier los? Junge, Junge. Ich habe mir mal ein Foto gemacht. So. Da steht auf jeden Fall noch was. Wir können es aber gerade noch nicht übersetzen. Wir müssten raten. Hohi. Hohi? So, mit dem Todesschlüssel kommen wir jetzt hier rein. Das ist beruhigend. Was ist denn das mal für ein Geknöter? Hör doch mal auf jetzt! Hä? Eine tote Katze liegt ausgestreckt auf dem Boden und mehrere tote Kätzchen umranden sie. Plötzlich fühlst du dich, als ob du beobachtet wirst. Okay, verstanden, was passiert, aber werden wir jetzt... Hä? Das Krankenhaus war so eine Art Baustelle, ne? Ich erinnere mich daran. Da mussten wir rumkraxeln und so. Abgeschlotzt, Cordova. Ja, ich erinnere mich noch dran. General Hospital. Wir hätten im Zug bei der Frau bleiben sollen. Ja gut, aber da war dann natürlich der Latex-Heinz, ne? Das ist auch schwierig. Möchte man dann da bleiben?
So, was ist denn hiermit eigentlich? Ah, der Mann, also anhand der Wunden war der Mann schon tot, bevor er auf den Grund aufschlag. Oh, er hat eine Hospital-Security-Card. Oh, ja, schnell, juhu. Ja, ich freue mich, vor Freude springe ich jetzt zurück. Sehr schön hier. Malerisch. Komme ich jetzt rein? Ich rufe mal kurz zu Hause an, ja? Hello? Hey, it's me. Just checking in. You're there already? I thought you just left. Yeah, about 8 hours ago. It seems like it's abandoned. I'm the only one here. Weird. Well, let me know how the search goes. I'm ordering something for dinner and spending the night grading my students' papers. How's Benny? He seems happy. Benny! I just took him out for a long walk. I'm sure he appreciated it. Thanks again for watching him in the house for the next few days. I can't pass up this lead. It's no trouble. I owe you after all the times you helped bail my sister out. Good luck. Thanks. I'll catch you later. Gut, haben wir zu Hause auch mal angerufen. Da passt jemand auf die Bude und auf unseren Hündchen auf, ne? Auf unser Hündchen. So. Als du das dunkle Hospital, als du das dunkle Hospital betrittst, da hast du erstmal Gänsehäutchen. Hallo? Sehr, sehr gemütlich hier auch, ne? Sehr schönes Krankenhaus. So, Schlüssel mitnehmen. Hospital Key A. Sehr vertrauenserweckend. Oh, neuer Rechner direkt. Ein uralt aussehender Rechner sitzt an der Rezeption. Du versuchst ihn anzuschalten, aber da passiert nichts. Das ist natürlich ärgerlich. Hier liegt noch was. Irgendwelche medizinischen Unterlagen. Geht uns nichts an. Noch ein Quarter. Ich rufe nochmal die Mutti an. Komm. Telefonieren ist ja... Okay, pro Telefon können wir nur einmal telefonieren. Na klar, der Akku ist dann leer. Vom Festnetz. Man kennt es. So, James Bond. Kein Schlüssel. Kein Schlüssel. Kein Schlüssel. Kein Schlüssel. Wir haben Schlüssel gefunden, aber wofür auch immer der ist. Das ist ein sehr schönes Hospital. Sehr beruhigend hier alles. Sehr schönes, sehr, sehr schönes. Okay. Habe ich nicht gesagt, das Krankenhaus war eine Art Baustelle? Ich erinnere mich dran, tatsächlich. Auch hier sehr schön. Ist das Moses? Oder ist das jemand, der gerade Leichen fleddert? Was ein schönes Bild fürs Krankenhaus wäre. Nicht sterben, sonst wirst du gefleddert. Wenn immer das hier, ich habe keine Ahnung. Natürlich. Da haben wir wieder so ein Sims, so ein Simbob oder wie der heißt. Ich will es nicht wissen. Cordova Michael. Ich bin Cordova Michael. La 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 la. So. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Wofür ist denn der jetzt? Ja, der Plumbob. Genau, sie ist der Plumbob. Ich habe... Der Schlüssel ist... Wofür ist denn der? Ich gehe mal durch diese sehr gut texturierten Türen hier. Vielleicht hier? Da geht's halt wieder zurück. Das Kätzchen. Hat das süße Kätzchen, das sehr gut... Das ist doch eine Puppe. Das sieht man doch. Lurch Mosi, dankeschön. Vielen Dank. Gib dir mal ein Quarterback. Ich bin sehr traurig. Bin sehr, sehr traurig. Wir haben im Krankenhaus einen Schlüssel gefunden, aber... Okay, es sind einige Krankenhausanzüge im Müll. Wo soll ich denn hier lang? Die Türen gehen alle nicht auf, ne? Da oben kam man nicht durch. Hinten kann man nur speichern. Ich...
Müssen wir ganz weit zurück, oder was? Hier ist ja offenbar nichts. Wir haben hier auch alle Türen probiert, ne? Hier so. Jo. Hm.